Heute kommen wir zum Asus ROG Strix B450F Gaming 1, also erste Version. Mittlerweile gibt es auch die zweite. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr auf meinem Technikkanal eingecheckt habt. Und dass ihr wieder zum neuen Video dabei seid. Das freut mich natürlich. Ist mir das Video irgendwie untergegangen, war für ein Projekt, habe ich jetzt beim Umgraben meines NAS wiedergefunden und dachte, das ist aber noch ein Video wert. Es gibt es noch zu kaufen, liegt so bei 106 Euro. Ich habe es damals in der B-Ware bekommen, also ohne Zubehör, großartig. Dabei war nur ein Handbuch dabei und wenn ich mich noch richtig erinnere, zwei Kabel, das war's dann. Ja. Slotblende ist sowieso schon fest integriert. Und zu diesem kleinen Unboxing, beziehungsweise Unboxing ist wohl falsch gesagt, aber zum Erklären der Anschlüsse, wo was hinkommt, würde ich euch gerne herzlich einladen. Wenn man das Ding rechtzeitig updatet, gehen auch die neuesten CPUs drauf von AMD, also sprich AM4. Und da werde ich gleich nochmal nachschauen. Ja, ich habe mich da nochmal kurz schlau gemacht. Also die Ryzen 2, also um das besser zu sagen, Ryzen 5, Ryzen 7 und Ryzen 9 in der Generation bei den kleineren 2700, 2600, 3000er Serie, 4650 passt drauf, 3900er X geht natürlich auch drauf, Ryzen 9 und davon auch der 5900 X, sogar der 5950 X passt drauf mit dem richtigen BIOS drauf. Also schaut besser, wenn ihr, bevor ihr euch das kauft, gibt es recht günstig, ich habe damals 80 Euro bezahlt, nochmal in die Liste der CPU beim Hersteller, welche CPUs er verträgt und ab wann und welchem BIOS. Gut, ausgequatscht jetzt und jetzt geht's ab zum Anschlüssen erklären. Check! Viel Spaß beim Video. So, da haben wir unser Gaming on Strix ROG. Also, genaue Bezeichnung B450F Gaming. Da gibt es noch das Gaming 2, aber das ist noch das 1. Das habe ich günstig aus der B-Ware geschossen. Für ein Verkaufssystem irgendwie. Derzeit ist ein 3200er verbaut. Also mal wieder im laufenden Betrieb. Wir fangen mal mit dem PCI Express an. Wir haben ja einfach ein 16-fach. Dann haben wir den nächsten, der soll PCI.2 x 16, PCI 3 mal 16. Das kann einer von den beiden sein. Das ist immer so, aber ich denke mal, den haben wir zweimal. Also werden das die beiden sein. Und natürlich dreimal PCI 2.0 einfach. Na, das ist aber, das scherze ich ja immer wieder, wie es denn auch sein soll. So, dann kommen wir erstmal zu dem Frontpanel. Hier haben wir den Anschluss für den Pieper, Reset, HDD, LED und Ein- und Ausschalter. Wir machen das mal ganz. Zweimal zweimal Fan-Anschluss, RGB 12 Volt, muss man sich bewusst sein, dass man hier nur 12 Volt drauf kriegt, sonst brauchen wir wieder einen Controller. Dann haben wir den CMOS Jumper, um das Ganze zu löschen, falls ihr mal einen Fehler habt. USB 2.0, nochmal 2.0. Den TPN-Anschluss, den jetzt 2.0, den jetzt fast jeder braucht, um Windows 11 zu anschließen, falls er eine externe Karte anschließen muss. Hier ist nochmal ein COM-Anschluss und hier haben wir den Audio-Anschluss. Na, also Anschlussmöglichkeiten fürs Board selber. Hier haben wir nochmal ein M.2, entschuldigt, der lässt sich sogar bis 110 mm, also die Standardanschlüsse. Da bis 60, 80, das sind so die Standard, die kleinen, das ist mehr so wie ein Krater, ja, die man dann nochmal nachträglich rüsten kann. Im Lieferumfang sind normalerweise auch die Schrauben dabei, ja, jetzt hier nicht, aber im Lieferumfang sind natürlich die Schrauben, die waren jetzt nicht dabei, aber die habe ich immer meist reichlich vorrätig. Na? Hier hinten sind nochmal zwei Fan-Anschlüsse
Und dann drehe ich das Ding, muss ich das Gerät leider ausschalten. Im OC lassen sich bei einer CPU Ryzen 3, also derzeitige unterstützte Ryzen 1, Ryzen 2, Ryzen 3. BIOS-Update lässt sich bestimmt auch der 5er verbauen. Gehe ich mal von aus. Weiß ich aber nicht so genau, deswegen will ich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Es lässt sich natürlich auch die Generation mit den Brady und Vega Grafikchips ist ja jetzt gerade drauf verbaut. Hier an der Seite haben wir 6x SATA, USB 3.0, 24 Pin und 4 Speicherbänke. Wie gesagt, zu den Speicherbänken maximal 128 GB, 3600 OC. Wenn wir jetzt einen Ryzen-Verbrauch mit 3200 oder so oder 400 verbauen, geht es maximal bis 3,2. Also abwärtskompatibel bis 1333 Hertz oder Megahertz. Ich drehe das Ding, jetzt muss ich leider mal abschalten. Na, hier ist noch mal so ein bisschen. Jetzt momentan, hier ist ein bisschen beleuchtet. Das ist momentan aus. Na, Windows spinnt da momentan ein bisschen rum. Ich muss den sowieso neu installieren. Und es soll auch eine Verkaufsmaschine werden, die jetzt mal weggeht demnächst. Warum stimmen wir die nicht besser? Hier ist nochmal ein M.2. Das heißt, ich bin 80 mm verbaut. Jetzt wird momentan ein Kühler drauf. Den checken wir nochmal zu einer anderen Zeit. Hier ist der FX-Chipsatz. Also ist ein Audio-Controller drauf. FX. Super FX verbaut. Na, für den einzelnen Chips kommen wir nochmal. Hier die Speicher sind hier hinten nochmal, beziehungsweise die Elektronik. Ich sage das jetzt mal so glapp, weil das nicht immer jeder versteht. Die Spannungsversorgung ist hier nochmal leicht gekühlt für die CPU. Und ja, ich drehe mal um in der Zeit. So, wichtig zu wissen, ich habe das Board jetzt abgeschaltet, ist, dass ihr hier den CMOS habt. Damit, wenn man das jetzt mit dem Schraubenzieher überbrückt oder mit dem Jumper, so ein Stecker, kann man hier das komplette BIOS löschen. BIOS-Batterie sowieso klar, ne? Hier vorne. Das ist der Bereich. Ich klemme jetzt mal alles ab. Erstmal das BIF-Out, Rear, C-Sub, Line-In, Line-Out, Grün, Standard, Mic-In. Die blauen haben wir ja gesagt, die sind alle 3.1, hier auch nochmal in Rot. Dann den HDMI-Anschluss. Hier nochmal den Displayport. Und damit ich euch das besser zeigen kann, hier hinten ist ein Typ-C-Anschluss. Jetzt habe ich zwar keine Maus, macht aber in diesem Moment nichts. Und dann einen blauen 3-Typ. Ein 3.1. Damit haben wir hier an USB-Möglichkeiten 1, 2, 3, 4 in der 3er-Kategorie 5 Stück plus ein Typ C. Hier sind nochmal zwei USB 2.0 und den Maus- oder Tastaturanschluss als PS2. Das bewegt sich hier im Heck. Ja. Das EQ-Bech ist intrigiert. Ich stecke mal wieder rein, sonst habe ich gleich keine Maus. Wichtig finde ich immer, dass hier der gleiche Typ C-Anschluss ist. Das ist natürlich eine coole Sache, weil der ist wesentlich schneller. Auch das wissen wir ja mittlerweile fast alle. Also für mich ist das immer auf dem Board sehr wichtig. So, was haben wir denn noch Schönes? Habe ich was vergessen? Das ist so ein Drum. Der ist 1000 Mbit. Na? Aber ist halt ein Intel-Chipset drauf verbaut. Also für den Ladenanschluss. Den optischen, naja, den braucht man eigentlich weniger sonst so im Regel. Ich werde jetzt mal den Rechner runterfahren, damit wir uns die anderen Seiten noch mal genauer anschauen können. Und dann drehen wir das Ganze. Ist ein reines kleines Unboxing. Das Board war gebraucht, also B-Ware, habe ich günstig geschossen. Ist das B450F1 und das 2er gibt es ja mittlerweile auch noch. Das hat dann, glaube ich, wesentlich mehr RGB-Anschluss. Ich glaube, es hat sogar zwei.
Ich drehe nochmal um, was ich nicht, natürlich nicht vergessen ist, wenn ihr mal das BIOS resetten müsst. Das ist immer ganz wichtig, das zu wissen, wo das ist. Jetzt ist er ausgegangen, das macht aber nichts. Muss er abkönnen. So, wir kommen erstmal zu ein paar technischen, komischen Daten. Hat 4x DIMM, 128 GB bei DDR bis DDR 4, 3600 kann er ab. Kommt auch ein bisschen auf die, den Prozessor an, sprich unterstützt Ryzen 3, 2, 1, erste Generation, Vega Graphics. Und wie gesagt, kommt drauf an, welchen Prozessor ihr verbaut habt. Dementsprechend könnt ihr das auch einstellen. Integrierte Grafik, und dann kommen wir auch gleich zu den wesentlichen Knackpunkten. PCI Express 2.0 16, 3.0 16 und 3x2.1 und PCI Express 3.2. Und hat insgesamt zwei M.2 Sockel. Zeige ich euch gleich. Ist ein Intel verbaut, LAN-Chipsatz i211 AI1 Gigabit Controller verbaut. Audio ist ROX Supreme FX8 Channel High Definition Codec S1220. Dreimal USB 3.1. Einmal 3.1, zweimal 3.1, zweimal 3.1 Port 1. Das ist dann nochmal so, wo man es gerade drauf hat. Der eine ist Red, der andere ist ein Typ C und das andere ist Blue. Sechsmal USB 2.0 supported. Na, das kann man, den kann man übertragen. Wir kommen ja mal zu den Anschlüssen. Wir fangen hier hinten an. Dort in dem Bereich haben wir den 24 Pol. Dann, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, ich hole mal etwas kleineren, dann kann man das besser andeuten. Mein Zeigestock ist mir leider gerade entfleucht. Hier haben wir den, in dem Bereich ist der 3.0 Anschluss. Extern fürs Panel auf dem Gehäuse, dass ihr auch einen 3.0 Anschluss habt. 6x SATA, da kommen wir nochmal von der Seite zu. Dann haben wir hier vorne den, kommen wir hier nochmal, dass wir das besser sehen können. Hier haben wir die 6 SATA-Anschlüsse. Da muss man dann auch mal aufpassen mit den M.2, wie das so läuft. Das hatten wir ja nun schon, 24 Poling. Und dann drehe ich gleich nochmal auf. Was hier an Kühler verbaut, Standardkühler, den habe ich jetzt noch über gehabt. Und deswegen ist das so. Halt. Ich stehe es ein bisschen auf bunt. Mache ich immer ganz gerne auf der Bench. Wie gesagt, die Spannungsversorgungskühler sind hier nochmal extra für die CPU. Die sind hier extra nochmal gekühlt. Oder die ganze Elektronik, die da unter ist. Ich muss das mal ein bisschen salopp sagen. Nicht jeder versteht das. Und ich muss hier nicht mit Fachausdrücken rumschmeißen. Ja. Dann haben wir ja hier den CPU-Lüfteranschluss und dahinter, damit ihr das seht, ich muss sowieso abbauen, haben wir noch einen optionalen hier hinter. Hier nochmal ein 12 Volt RGB-Anschluss, finde ich immer ein bisschen schade. Bei den etwas älteren Asus-Boards, dass man da nicht auf 5 Volt geachtet hat. Also müsst ihr wirklich drauf achten, 12 Volt mehr ist hier nicht. Ne? Ansonsten im Prinzip ein schönes Board, wird jetzt gleich auch verbaut und hier von einem Bench runtergenommen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ja. Also wir haben genug Möglichkeiten, hier Zusatzkarten einzubauen, außer der Grafikkarte. Bleibt uns noch vom den PCI Express dreimal was. Auf den großen kann man natürlich auch was verbauen. Also kann man hier schon ein schönes Maschinchen verbauen. Ich hoffe, ich habe das diesmal nicht zu salopp erklärt. Aber ihr habt es gesehen, es läuft ist im laufenden Betrieb. Und das finde ich immer ganz gut. Und hier kann man das auch genau sehen. Hier haben wir den normalen 8-Pin-Anschluss zur Stromversorgung. Das ist der sogenannte EATX 12-Volt-Anschluss. Das ist die Spannungsversorgung der CPU. Ja. Wenn ich das jetzt hier ziehe, den
kann ich jetzt hier auch gleich rausziehen. Nur ganz praktisch, wenn man das dann rausnehmen kann gleich. Kann ich das nämlich gleich killen. Das nächste Board steht schon am Start. Ist bei so einer Band echt absolut praktisch. 2 Minuten hast du dein Board ausgebaut. Finde ich immer ganz... Schon sind wir das Ding los. Ne? So, ich muss das jetzt mal frei Hand machen, weil es ein bisschen schwierig ist. Hier ist nochmal ein 12 Volt RGB-Anschluss. Den Fan-Anschluss und den optionalen Fan-Anschluss. Und hier haben wir nochmal den 8-Pin die 8-Pin-Verstromversorgung. Wie gesagt, hier ist ein bisschen RGB drauf. Für die Spannungsumwandler und ist hier halt noch mal ein bisschen gekühlt. Wir nehmen aber jetzt mal zur Lust und Tollerei, damit es nicht so langweilig wird, den Sockel runter. Ich muss da mal hintergreifen. Also habe ich mit. Der geht immer recht schwer ab. Normalerweise sollt ihr den verdrehen, aber der ist noch nicht lange drauf, wie man sieht. Und deswegen ist das nicht so das Problem. Tja, so haben wir den Sockel dann. Den Tube mache ich jetzt nicht sauber, weil ich noch mal gleich einen kurzen Test machen muss mit einem anderen Board. Dann haben wir hier unseren Sockel. Sieht man hier auch noch mal, dass die Spannungsversorgung noch mal gut gekühlt ist. So könnt ihr euch das ein bisschen besser vorstellen. Gut, ist schon länger in Betrieb und dann kommen wir gleich zu meinem Schlusswort. Bis gleich. Ja, das Rechner inklusive, beziehungsweise das Board inklusive dem Rechner ist ja mittlerweile verkauft. Auch mal schön. Kunde war zufrieden. Drauf kam damals ein Ryzen 3200 ist da drauf gelaufen. Ich glaube, das Video habe ich euch auch mal gezeigt. Ja, ich glaube, das Video habe ich euch mal gezeigt. Ich kann euch aber das nochmal im i verlinken. Mit diesem Board macht man nichts verkehrt. Es ist ein B450. Es ist jetzt nicht ein B550, aber wenn man nochmal APU hat mit einer älteren Generation, weil weiß ich was da und das Board ist kaputt, kann man sich das locker noch kaufen. Je nach Anbieter kriegt man das schon locker für in der B-Ware für 80, 90 bis 100 Euro. Ich packe euch das mal in die Videobeschreibung. Amazon hat leider nur noch gebraucht, aber ihr könnt es natürlich auch woanders kaufen. Ich kann dieses Board empfehlen. Also es ist eine Markenbord, da macht er nichts verkehrt. Hält auch immer das BIOS auf dem Laufenden. Man hat genug Anschlüsse. Da gibt es nichts dran zu mauen. Ne? Und es ist günstig. Deswegen habe ich es damals gekauft und auch verbaut. Und wir hatten es auch mal auf der Testbench. Ich habe keinen Stress damit gehabt. Das Ding war, also lief eine Zeit lang auf der Testbench und danach habe ich noch den Ryzen 3200 und habe das Ding dann verkauft. Und da gibt es auch nichts dran, wirklich nichts dran. Ihr habt da nichts dran auszusetzen. Könnt ihr euch einwandfrei kaufen. Schönes Board. Bisschen RGB und die Rock Sticks, wenn ich das richtig ausspreche, ist immer eine schöne Serie. Da hat man ein schönes Board mit auch so ein bisschen RGB-Filifanz, wo ich drauf stehe. Ja, wie gesagt, ab in der Box. Könnt natürlich auch mal gucken, vielleicht kriege ich das auch irgendwo anders. Ist jedem selbst überlassen, ob er diesen Link nutzt oder nicht. Ich kann mich an dieser Stelle nur verabschieden. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Nächste Technikvideo ist natürlich auch wieder am Start. Und an die Abonnenten bitte keine Glocke vergessen, damit ihr kein Video verpasst. Und natürlich Abo und Daumen hoch nicht vergessen. Ne? Erstmal da schon mal für Danke. Ich sage Tschüss und Bye-bye. Wie gesagt, und bis zum nächsten Technikcheck hier auf dem Kanal. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Bye-bye.